Wochenende feiern gehen. Was gibst du feiern, Mann? Feiern kannst du, wenn du mit 45 in Rente gehen kannst. Feiern kannst du so, du kannst auch feiern, ohne dich wegzupieken und dir eine Wodkaflasche in einem Club zu bestellen und Selfies zu machen die ganze Zeit. Es passiert jeden Tag irgendwas. Ich bin bloß nicht der Mensch, der nach draußen rumrennt und alles publik macht. Ich bin so ein bisschen mit Ganoven-Ehre groß geworden. Und ich muss auch nicht mit allem angeben, so weißt du. Ich schreibe das, was erzählbar ist, schreibe ich in die Texte. Und alles andere geht irgendwie auch nicht alle was an. Und wenn man dann alles erzählt und dann klingt das so ein bisschen, als wäre man stolz auf manche Dinge, dabei ist das gar nicht so, weißt du. Die passieren einfach. Mir jeden Tag die Frage gestellt, oder sollte sich jeder stellen, wenn du jetzt heute einen scheiß Tag hast so, und heute abkackst, dann war doch jeder Tag davor der scheiße war, den du durchgehalten hast, umsonst. Von daher, das ist die einzig logische Konsequenz. Einfach weitermachen. Was lehrt dich Boxen, Sport, Kampfsport allgemein? Boah, hat mich viel gelehrt. Auf jeden Fall Demut und Fairness. Also, weißt du, du kannst so krass sein, wie du willst, und das Problem haben leider viele, so große Egos. Das hatte ich auch und habe ich immer noch manchmal so. Das kommt, wenn man einfach immer nur irgendwo positives Feedback kriegt, kommt man ungewollt manchmal in irgendein Level, aber dann bist du im Ring und dann bist du ganz schnell wieder unten. Also, es gibt immer einen, der stärker ist, und dann kann dir auch keiner helfen. So. Und das Beste, was man dadurch lernt, ist, dass so viel, wie du investierst, so gut bist du auch am Ende. In dem Moment, ey, ich dachte, ich kann alles klären mit meinen paar Freunden so, und wir sind ganz krass, aber wenn du dann dreimal in die Schnauze kriegst, drei Runden lang, so, was soll, dann bringt dir das danach, ist vorbei. Danach gibt man sich die Hand. Da kannst du nicht mit sechs Leuten kommen. Das ist so, das muss man verstehen. Ich glaube, dass man das, sowas ist immer gut für die Jungs. Wir brauchen ein Ventil und vielleicht eine kleine Perspektive. Gearbeitet viel und früh und lang und ja, immer früh aufstehen, ist gut. Guck mal, der Tag ist hell, schön, nachts ist. Ich habe angefangen mit 100 Leuten, mit 60 Leuten. Wir haben irgendwo in Jena oder Gera vor 50 Leuten gespielt so, und waren mehr auf der Bühne als vor der Bühne. Dann waren letztes Jahr halt einfach mal teilweise fast 4000 Menschen da. Das muss man sich mal geben. Das war für mich einfach auch. Du stehst halt am Vorhang, da fällt dein Vorhang runter und stehen einfach 3800 Menschen dort. Können Texte mitsingen und bist in dem Moment einfach auch mal. Das ist dankbar. Mir geht's echt gut. Ich kann nicht klagen. Warum sollte ich auch? So, ja. Investieren, bleib am Boden so. Und wenn du lieber Zeit und Ehrgeiz investierst, dann wirst du auch gewinnen.